Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Ja, wir sind in der letzten Folge hier am Pub angelangt und wir müssen jetzt auch wieder in diesen Pub gehen. Ich muss immer so lachen, weil Watson kommt wirklich immer gefährlich nahe, oder? Und wie er dabei guckt, er schielt ein bisschen, oder? Erinnert mich ein bisschen an meinen Ex-Freund. Ich glaube, sowas nennt man auch Silberblick, aber ist ja auch egal. Wir gehen mal hier rein und reden mit dem Wirt. Sir, haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja und nein. Sagen Sie, wo kann ich den Zöllner finden? Der Mann heißt Beddoes. Und zu dieser Tageszeit finden Sie ihn wahrscheinlich auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es war mir ein Vergnügen, Sir. Okay, wir sollen einen Typ finden namens Beddoes. Hier haben wir noch Bilder, haben wir uns die eigentlich schon angeschaut? Diesen Matrosen oder diese bärtige Dame vielleicht? Beddoes. Moment, Dialoge. Bla bla bla. Okay, jetzt können wir... Was? Beddoes, und zu dieser Tageszeit finden Sie ihn wahrscheinlich auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Wo ist denn hier der Pier? Hier unten? Sehr toller Pier, ne? Ich glaube, ich denke mal wieder zu schnell. Jep, das kann sein. Ja, ich spiele das Spiel ja nicht blind und deswegen kann ich mich an sehr viele Dinge erinnern. Und wir müssen hier ganz genau zu dieser Tür und wir haben hier Fußabdrücke. Seht ihr das? Aber irgendwie sagt er nichts dazu. Ich finde es sehr, sehr schade, dass dieses Spiel keine Hilfen anbietet. Also es wird nur gesagt, ja hier Beddoes. Und nach dem Motto, geh mal schön und such den mal. Aber man findet sonst nichts. Keine Hinweise. Also keine wirklichen Hinweise. Man muss hier wirklich selbst suchen und denken. Können wir nochmal mit ihr reden? Nein, sie ist weg. Was haben wir denn hier? Okay, ein Buch. Registers, 1894, September, der 7. Step Traces at the Warehouse 6. Oh, ein Brief. O'Reilly oder O'Reilly? Keine Ahnung. Das Kind kam und sagte, Sondra würde ein Kind zur Welt bringen. Sondra? Komischer Name. Das macht mich zum Vater. Das Boot ist fertig. Du findest die Verzeichnisse gleich in der Nähe. Philo. Hoffen wir, dass diese Verzeichnisse enthalten, was wir brauchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Ah, hier irgendwo. Wo könnten die bloß sein? Wie hier vielleicht auf den Fässern, auf diesen Barrels? Nein, hier in dem Buch. Was direkt daneben liegt. Aha, das müssen die Verzeichnisse sein. In diesem hier geht es um spezielle Importe. Nichts Konkretes oder Verständliches dabei. Da steht nur, dass diese Güter in Lagerhaus 16 aufbewahrt wurden. Ich sehe hier nichts weiter von Interesse. Am besten lassen wir die Bücher so liegen, wie wir sie vorgefunden haben. Yep. Die Bücher vor allem, ne? Das ist nur eins. Naja. Okay. Warehouse 6. Oder was hat er denn gerade nochmal gesagt? Hat er irgendwie jetzt nochmal einen Hinweis gesagt? Leider können wir hier nicht nachlesen, was Sherlock gesagt hat. Das finde ich so ein bisschen traurig. Also wenn ich das Spiel jetzt nicht kennen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt hier stundenlang umherirren wie sonst irgendwas. Weil das Spiel halt einem nicht sagt, geh jetzt da und dahin, sondern ja.
einem ins kalte Wasser schmeißt. So kalt wie das Wasser hier. Und dann nach dem Motto, ja, mach mal. Hier sind diese Fußabdrücke, die wir ja schon gesehen haben. Die Eisenkisten wurden hier gelagert. Eine sorgfältige Untersuchung des Ortes könnte wertvolle Beweise zutage fördern. Yep, wertvolle Beweise. Wir haben halt hier diese Fußabdrücke. Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Ja, und ein Schlüssel, den wir nicht nehmen können. Ein riesiger Schlüssel. Und den müssen wir jetzt mit der Lupe aufnehmen. Wow. Warten Sie, Watson. Nicht raus. Yep, diese Spuren haben... Yep, das kennen wir schon. Wir müssen jetzt mal wieder diese Fußabdrücke abmessen. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Ja, eisenbeschlagen. Mehr sagt er nicht. Warten Sie, Watson. Ja, ich mache immer Rechtsklick und deswegen gehe ich automatisch hier raus. Hier. Am rechten Schuh fehlt ein Nagel. Ach, Watson, unserem Fall wäre besser gedient gewesen, wenn ich die Intelligenz auch eingesetzt hätte, die Gott mir verliehen hat. Wenn Sie jemals auf die Idee kommen sollten, dieses Abenteuer aufzuschreiben, werden Ihre Leser sehr enttäuscht sein, fürchte ich. Ich hätte diesen Bereich des Lagerhauses mit mehr Sorgfalt untersuchen müssen, weil diese Fußspuren denen bei Stanwyck ähnlich sind. Wir müssen ihnen nur folgen, um herauszufinden, wo sie hinführen. Die Fußspuren in Mr. Stanwicks Garten weisen eine auffällige Ähnlichkeit mit einer der Fußspuren von dem Lagerhaus 16 auf. Beide sind in Größe 40, stammen von Schuhen mit eisenbeschlagener Sohle und bei beiden fehlt an der rechten Sohle ein Nagel. Ja, Watson, was sagst du denn dazu? Stehst mal wieder im Weg. Wie immer. Wir müssen jetzt dieser Fußspur folgen. Wo führt sie denn hin? Wir können auch rennen. Sie führt hier nach unten. Zu dieser Tür. Ich brauche etwas. Yep, und zwar den Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. Und was haben wir hier? Hier ist ein Etikett. Dieses hier ist weniger beschädigt. Ja, vor allem ein Etikett. Institut Schwarzes Edelweiß, 1896, 16.11. Das X steht für 10 und das I für 1. Ausgezeichnet. Jetzt kennen wir die Quelle dieser illegalen Güter. Watson, wir kehren zurück in die Baker Street. Es gibt viel zu tun. Ah, okay. Ich dachte, der geht jetzt automatisch zurück in die Baker Street. Aber nein. Haben wir schon Nachricht von Mycroft? Mir scheint, da liegt ein Brief für Sie auf dem Tisch. Vielleicht ist er von Mycroft. Lieber Sherlock, die Agentur Northwood hat ihr Hauptquartier in Boston, Massachusetts, Amerika. Sie führen alle möglichen Arten von vertrauenswürdigen Nachforschungen durch und sind spezialisiert auf die internationale Suche nach vermissten Personen und Kunstgegenständen. Sie haben einen guten Ruf und eine hohe Erfolgsquote. Amos Colby arbeitete für sie in Europa und passt auf die Beschreibung, die du mir gegeben hast. Leider sind die Details seines letzten Falles vertraulich, jedenfalls noch. Ich habe eine ungefähre Übersetzung der Buchstaben beigefügt, die du entdeckt hattest. Vielleicht mehr schlecht als recht und ziemlich rätselhaft. Liebe Grüße, dein Bruder Mycroft. Oh, seltsames Gedicht. Möge deine Larve durch den Äther gehen, Sterne wie Maden in einer Frucht. Erwarte dein Erwachen dir zu Ehren, Licht der Tiefe. Er ist der, den du wähltest, uns die Schönheit tiefster Schwärze zu zeigen. Licht der Tiefe. Er ist der, der dein Zeichen am Körper trägt, er wurde einer von uns. Licht der Tiefe. Seinem Ruf antworten die Tiefen und wir antworten in deinem Namen. Licht der Tiefe. Sein Körper ist Tang, sein Körper ist der Oktopus, seine Stimme ist deine Stimme, Cthulhu. Der Traum und die Rückkehr des Großartigen müssen sich erfüllen. Der arme Teufel, der unter diesem Lagerhaus lag, war also in der Tat der Besitzer des Passes mit der blutigen Zeichnung.
Sein Daumen war aufgerissen. Er ist mit größter Sicherheit derjenige, der während seiner Gefangenschaft die Zeichnung anfertigte. Aber was brachte ihn an diesen Ort? Außerdem, wenn dieses Detektivbüro Ansehen genießt, dann aufgrund des Rufes seiner Gesellschafter. Sie gelten zu Recht als bewährte Fachleute. Deshalb dienten die letzten Anstrengungen dieses sterbenden Mannes dazu, Hinweise für diejenigen zu hinterlassen, die nach ihm suchen würden. Erinnern Sie sich, Watson? Der Zeigefinger dieses Mannes war staubbedeckt und wir fanden Zeichnungen in eben diesem Staub auf dem Boden. Genau, Holmes. Ein Pluszeichen in einem Rechteck. Lassen Sie uns die Fakten betrachten, Watson. Mehrere Menschen wurden gewaltsam unter das Lagerhaus 12 gebracht, betäubt und dann in Kisten mit dem Schiff zu einem bisher unbekannten Ziel gebracht. Für den Augenblick hat London uns nichts weiter zu erzählen. Diese Leute, wer auch immer sie sind, haben einen kleinen Vorsprung. Wir sollten ihnen nicht noch mehr geben. Wir müssen sofort abreisen. Aber wohin? Warten Sie, Watson! Mir kommt da plötzlich eine Idee. Was bedeuten für Sie ein Edelweiß und ein Rechteck mit einem Pluszeichen darin? Tja, wir haben ja dieses Kästchen gefunden mit dem Edelweiß und das Edelweiß steht für die Schweiz, also würde ich sagen... Schweiz. Die Schweiz, natürlich. Watson, wir müssen unsere Aufgaben teilen. Ich werde über die Einzelheiten von Mr. Colbys Tod Bericht erstatten, da diese Angelegenheit Taktgefühl und Diskretion verlangt. Aber ich würde nie. Danke, ich bin sicher. Watson, Sie wissen, dass ich das nicht persönlich meine. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf Sie. Buchen Sie eine Überfahrt für zwei auf den Kontinent, sofort. Und Watson, versuchen Sie etwas über ein Institut namens Schwarzes Edelweiß herauszufinden und zu bestimmen, ob es in der Schweiz liegt. Wenn es diesen Ort gibt, dann finden wir dort sicher die Antworten, die wir suchen. Beeilung jetzt! Das Spiel hat begonnen! Moment mal, Holmes, Sie lesen ja einen Groschenroman. Ich dachte, ich finde Sie hier vertieft in alte Zeitungsnachrichten auf der Suche nach Ähnlichkeiten mit unserem Fall. Und Sie vergeuden Ihre Zeit mit exotischen Abenteuern irgendeines unglaubwürdigen Helden. Hüten Sie sich davor, Populärliteratur als unseres Interesses für unwürdig zu betrachten, Watson. Werde ich außerdem nicht selbst von einigen Ihrer Leser als unglaubwürdiger Held betrachtet, der exotische Abenteuer erlebt? Holmes, das geht zu weit. Sprechen wir nicht mehr davon, Watson. Diese fürchterliche Statuette macht mich richtig nervös, Holmes. Diese Reise in die Schweiz bringt unangenehme Erinnerungen zurück, nicht wahr? Watson, diese Ereignisse sollten bleiben, wo sie hingehören, in der Vergangenheit. Ich werde sie jedoch nicht in die Schweiz begleiten. Wenn der Zug in Lyon hält, müssen wir uns leider trennen, da ich woanders noch etwas zu erledigen habe, das etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber Holmes... Dank Ihres untadeligen Rufes als Arzt werden Sie unsere Untersuchung im Institut Schwarzes Edelweiß geschickt vorantreiben können. Meine Anwesenheit würde wahrscheinlich nur Verdacht erregen und unserer Sache schaden. Ich schreibe Ihnen den Namen eines Schweizer Polizisten auf dieses Stück Papier. Er ist im Dorf in der Nähe des Instituts stationiert, ein äußerst verlässlicher und fähiger Mann. Wenden Sie sich an ihn, wenn Sie während Ihres Besuches auch nur im geringsten Verdächtiges bemerken. Und Sie, Holmes? Was mich angeht, Watson, ich werde den Fall von der anderen Seite aus untersuchen. Irgendwo in den Schweizer Alpen. 11. September 1894. Behalten Sie einen klaren Kopf, Watson. Sollten Sie etwas Außergewöhnliches mit ansehen, egal wie unbedeutend es scheint, begeben Sie sich sofort ins Tal und fragen Sie nach Hauptkommissar Bilger. Ich kenne ihn. Er ist ein vertrauenswürdiger Bursche und wurde über Ihre Anwesenheit in seinem Bezirk informiert. Er sollte sich als fähiger Verbündeter erweisen.
das hier ist nicht gerade beruhigend. Kutscher, warten Sie hier auf mich. Okay, wir sind also hier in den Schweiz... Ich möchte nicht dorthin gehen. Okay, ja, wir sind also jetzt in den Schweizer Alpen. Hier seht ihr die Berge. Wahrscheinlich ist das dieses Institut Schwarzes Edelweiß, wie wir auch hier sehen. In diesem schwarzen Edelweiß über der Tür. Und ich würde sagen, wir klopfen mal an. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Guten Tag, Sir. Ich bin Dr. Watson. Ich komme gerade aus London und... Wenden Sie sich an Fräulein Müller. Bitte sehr, sie ist dort drüben. Okay, wir sollen uns an Fräulein Müller wenden. Sie konnte ihren Besuch kaum erwarten. Sie hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Aber der Doktor kann Ihnen das alles viel besser erklären als ich. Sehen Sie, da kommt sie. Mein kleines Töchterlein. Ja, da haben wir mal wieder diese Dame, die wir auch in London gesehen haben. In der Malcolm Street? Keine Ahnung. Miss Fleming scheint ihre Schwester zu sein, nur in grün. Und ja, eine Patientin. Ja, was guckst du mich so an? Redest du auch mit mir? Ich sollte diese guten Menschen ihrer Versöhnung überlassen. Okay. Gut, und hier haben wir Türsteher. Oder sind das Pfleger? Aber sehen eher aus wie Türpfleger und er hier mit seiner Narbe? Oh Gott. Gut. Ja, Sie sind wahrscheinlich Fräulein Müller und haben hier einen Brief. Guten Tag, Fräulein. Ich bin Dr. Watson. Ich glaube, Sie sind über meinen Besuch informiert. In der Tat, Doktor. In Ihrem Brief stand, Sie wünscht, mit Dr. Gygax zu sprechen. Ich werde nachsehen, ob er Sie jetzt empfangen kann. Danke sehr, Fräulein. Dr. Gygax. Guten Morgen, Dr. Watson. Ich muss sagen, ich habe Ihren Brief mit Erstaunen und auch mit Stolz gelesen. Sie möchten also mehr über unsere Behandlungsmethoden wissen, um sie mit denen in Ihrem Land zu vergleichen. Ganz genau, Doktor. Ich bin sicher, dass wir Briten eine Menge von unseren Kollegen auf dem Kontinent lernen können. Da haben Sie ganz recht, mein lieber Doktor. Aber dieser professionelle Austausch hätte effizienter und einfacher auch schriftlich stattfinden können. Ich bin sicher, Sie verstehen, dass meine Zeit, wie auch die Ihre, recht wertvoll ist. Bitte sagen Sie mir, was genau brachte Sie ins schwarze Edelweiß, Dr. Watson? Das ist ganz einfach. Durch einige zufällige Ereignisse traf ich auf einen Ihrer ehemaligen Patienten. Seine Handlungen ließen ahnen, dass er an Störungen litt, wie... Guten Morgen, ich bin Amos Colby von der Agentur Northwood in Boston, Massachusetts. Stimmt etwas nicht, Doktor? Hören Sie, dieser Mann, der angeblich von der Agentur Northwood kommt, ist ein offensichtlicher Betrüger. Der echte Amos Colby ist tot und wurde erst vor wenigen Tagen in London begraben. Ich muss Ihnen jetzt alles sagen. Ich bin hier, weil ein Mitglied Ihres Personals in einen gefährlichen Handel zwischen diesem Institut und Gruppen in England verwickelt ist. Darüber hinaus sind diese Aktivitäten mit einer mörderischen Sekte verknüpft, die... Und Sie glauben, dass dieser Mann einer von Ihnen sein könnte? In der Tat. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er hier ist, um jede Spur Ihres kriminellen Unternehmens zu verwischen, wenn Sie verstehen. Das tue ich in der Tat. Ich werde Sie zur Tür begleiten, Doktor. Ich hoffe das. Bitte kommen Sie morgen um dieselbe Zeit wieder und ich verspreche, dass ich Ihnen ganz und gar zur Verfügung stehe. Aber ich bitte Sie inständig, bewahren Sie völlige Diskretion über diese Angelegenheit. Kann ich mich auf Ihre Mitarbeit verlassen? Selbstverständlich, aber... Guten Morgen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie können zunächst einmal Ihren Männern sagen, sie sollen alle ein paar Schritte zurückgehen.
Dann können wir uns nett und freundlich... Sehr interessant. Wir haben Anzeichen eines Persönlichkeitszusammenbruchs und damit verbundener Paranoia. Ich muss Sie bitten, mit mir in den Untersuchungsraum zu kommen, damit wir Ihre tieferen Probleme enthüllen können. Keine Sorge, das ist nichts Ernstes. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ja, und damit sind wir wieder Sherlock Holmes und wir müssen schnell das... Ich brauche etwas. Die Spritze Wenn ich einsammeln? Sie mit Wasser fülle, hat der Doktor nur eine harmlose Injektion zur Hand. Genau, und das Schlafmittel nehmen und dann nehmen wir ganz einfach die Spritze und füllen sie mit Wasser. Na bitte, geschafft. Schon einige Tropfen würden genügen, um ein Pferd zu betäuben. So, ausgezeichnet. Kunz, werfen Sie ihn in die Durchgangszelle. Ohne dieses Kostüm würde ich mich wohler fühlen. Aber ich bin nun mal hier und am richtigen Ort, dank Watsons einzigartiger Unterstützung. Ich muss ihm später danken. Hoffentlich handelt er nach unserem Plan. Als nächstes muss ich in Erfahrung bringen, ob der Londoner Entführer hier einen Komplizen hat. Ja, genau. Nämlich Sherlock hat sich als Amos Colby verkleidet und konnte sich so hier einschleichen in diese psychiatrische Nervenheilanstalt. Würde ich jetzt mal sagen, und da schläft jemand. Und wir werden mal hier diesen Eimer sammeln und den Löffel. Und der das Pfleger hier. Wird bald zurück sein. Ich muss es so aussehen lassen, als wäre ich noch hier. Genau, wir müssen es so aussehen lassen, als ob wir hier schlafen würden. Dazu können wir ihn wecken, oder? Puh, was für ein Gestank. Dieser arme Kerl riecht nach Alkohol. Seinem Zustand nach zu urteilen, wurde ihm eine ordentliche Menge Schlafmittel verabreicht. Okay. Das Der Pfleger wird bald zurück sein. Ich muss es so aussehen lassen, als wäre ich noch hier. Genau, das sieht so aus, als ob hier noch jemand liegen würde. Und wir legen jetzt diesen Mantel darüber. Und den Hut. Das müsste die Illusion meiner Anwesenheit vervollständigen. Ich weiß nur nicht für wie lange. Ja. Von hier aus sieht es auf jeden Fall so aus, als würde dort noch jemand liegen. Ne? Und dann müssen wir hier dieses Schloss knacken mit dem Löffel. Aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahme. Kein Problem, das ist ein primitives Schloss. Das kann ich bestimmt mit einem einfachen Metallwerkzeug aufbrechen. Ja, wie gesagt, das machen wir erst in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, siehst du dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.